Willkommen zurück hier zu einem neuen Video auf Punta Cana All You Can See. Die Sicke hat gefragt, ob ich nicht auch mal ein Video machen kann zur Erosion hier am Strand, wie viel schmaler der Strand geworden ist, Barbaro Beach, El Cortecito. Ich habe den Strand an verschiedenen Tagen mal gefilmt, um den zu gucken, ob es irgendwo Unterschiede zu sehen gibt, wie hoch, wie weit das Wasser ist oder auch der Sand, weil ich hier über die Jahre schon wirklich einschneidende Veränderungen gesehen habe, zum Beispiel Plätze, an denen man fast gar nicht mehr langlaufen konnte, weil der Sand weg war. Und dann ein paar Jahre später ist da auf einmal wieder 10 Meter Strand dazugekommen. Und deswegen habe ich versucht, jetzt hier mal innerhalb von 4 Wochen ein bisschen zu gucken, was gibt es hier für Veränderungen. Hinter mir ist das ehemalige Waller. Ich glaube, es heißt jetzt anders. Auf alle Fälle obendrauf ist die Skybar. Und dazu muss ich auch sagen, dass vor Jahren mal das Wasser sehr nah rankam an das Gebäude. Ja, da wo die ganzen Pflanzen sind, seht ihr das? Da musste man um die Ecke gehen, um versuchen. Bei Flut hat man immer nasse Füße gekriegt, bei Ebbe ging's. Und wie ihr seht, ist da wieder Strand dazugekommen. Ich glaube nicht wirklich, dass das in El Cortecito auch passieren wird. Aber man weiß es nicht. Hier haben wir auch nicht gedacht, dass der Strand zurückkommt. Ganz ehrlich. Hier ist Plaza Turquesa oder Apartments Turquesa. Dahinter ist die Plaza Turquesa mit den ganzen Restaurants, Citrus und so weiter. Und ich schaue aufs Impressive und dann gehen wir jetzt mal lang Richtung El Cortecito. Wer das Soho kennt hier am Strand vom Barbaro, die haben vielleicht 30-50% von ihrem Strand weggenommen, Schilder weiter nach hinten gesetzt. Und ich meine jetzt Strand von da, wo das Dach aufhört. Ich glaube, die waren bis hier vorne, ungefähr wo ich stehe, waren die schon. Und haben Schilder und alles weiter nach hinten gesetzt. Der Impressive Strand. Barbaro Beach. Mit Sand gefüllte Tonnen, was das helfen soll, wäre nicht so ganz klar. Ich denke mal, da kommt auch noch Sand drüber, das wird nicht so bleiben, das ist jetzt wahrscheinlich, war das eine, ja, wir müssen jetzt sofort was tun, wem fällt was ein, Lösung. Und das hatten sie wahrscheinlich gerade da. Strand vom Vista Sol. Die Tonnen haben wir schon gesehen. Und es gibt auch noch mehr Tonnen. Anscheinend gefällt Ihnen das Konzept. Ja, die hier sind schon einigermaßen versandet. Auch noch Vista Sol. Hier hat man Sandsäcke drunter gelegt und versucht jetzt auch den Strand, der hier so an der Kante abgebrochen ist, ein bisschen einzuebnen, damit die Leute da runtergehen können und nicht runterspringen müssen. Ja, hier, die haben natürlich viel zu nah rangebaut. Ach, sieht schön aus von hier schon nicht mehr. Noch ein Versuch, der hier nicht so viel gefruchtet hat. Ist hier mit Steinen die Wellen zu brechen. Die sind nämlich nicht natürlicherweise hier, sondern irgendwann mal hier hingetan worden. Und wie ihr seht, hat es auch nichts genützt. Ja, das ist der gleiche Beach Club 365, ungefähr 4 Wochen später. Die haben hier entweder nochmal Steine draufgelegt oder es ist mehr Sand weggespült, dass man mehr Steine sieht. Die sind auch fest entschlossen, ihre Terrasse hier wieder aufzubauen. Für Fußgänger ziemlich schwierig, hier unten vorbeizulaufen, wenn ein bisschen mehr Wellen sind. Man darf natürlich oben rübergehen über die Terrasse und kommt auch auf der anderen Seite zum Strand, aber das wissen die meisten Leute nicht und versuchen dann durch die Wellen, auch wenn sie höher sind, da unten lang zu gehen. Hier sind Sandsäcke
Damit versuchen sie das zu schützen. Steine vorne, Sandsäcke. Wenn ich jetzt ein Wettbüro hätte, würde ich Wetten annehmen, was ihr alle glaubt, wie lange das wohl hier hält. Ja, so sieht es von oben aus. Ja, und hier ist eigentlich so der Durchgang jetzt, wo man dann rüberkommt zum Vista Sol. Beziehungsweise vom Vista Sol auf die andere Seite, hier nach El Cortecito. Haben wir gleich noch ein Beispiel. Hier ist ein kleines Hotelrestaurant. Die haben sehr viel verloren. Die sind allerdings auch aus Stein gebaut. Es wurde alles unterstützt und ist unterspült und ist dann halt weggebrochen. Die mussten ganz viel abreißen von der Terrasse und sind jetzt auch dabei, das wieder neu aufzubauen. Das hier ist vor ungefähr 4 Wochen. Und so sieht es jetzt ungefähr aus. Wie das dann aussieht, wenn es fertig ist, das werden wir dann mal in einem nächsten Video uns anschauen. Die ersten 60 Meter vom Strand, und zwar gemessen von, wie heißt das, Flut? Wenn die Flut kommt, wenn der Wasserstand am höchsten ist, die ersten 60 Meter sind öffentlich, und zwar in der ganzen Dominikanischen Republik an jedem Strand. Und zwar nicht nur öffentlich für die Leute, die hier leben, sondern die sind auch geschützt. Es soll nicht gebaut werden. Es ist ein Bauverbot in den ersten 60 Metern, um die Natur, die den Strand erhält, auch zu schützen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ausnahmen dürfen normalerweise nur aus natürlichen Materialien gebaut werden, das heißt Holz und das Dach aus Kana. Hier, wo, ich sag mal, das Geld verdient wird mit den ganzen Hotels, sieht man auch einiges an Ausnahmen, wo zum Beispiel Bars auch betoniert sind oder mit Steinen gemacht sind. Hier an unserer Küste in Bávaro Punta Cana. Aber es bedarf immer einer Genehmigung dafür, einer Ausnahmegenehmigung, weil das Gesetz besagt, die ersten 60 Meter von dem Punkt an, wo die Flut am höchsten ist, sind geschützt. Wer es kennt, das Restaurant vom Palladium, da sieht man noch ein Stück alte Mauer. Das letzte Mal, wie ich hier war, wurde das abgerissen, da war es alles abgesperrt. Und wie ihr seht, haben sie jetzt was Neues gebaut. Und zwar so, dass das Wasser da drunter gehen kann. Schön, dass sie auch die Palmen stehen gelassen haben. Wenn es auch nicht so viel hilft, aber die Palmenwurzeln halten natürlich auch ein bisschen Wasser ab. Außerdem haben die Palmen so hoffentlich einen bisschen besseren Stand. Ja, das zu dem Thema, was werden Sie tun? Sie werden das, was nicht mehr geht, abreißen und was Neues hinbauen. Ob diese 60 Meter Ökosystemschutz dabei eingehalten werden, ja, muss man sehen. Die Grundstücke werden ja hinten raus nicht größer, nur weil vorne was weggenommen wird von der Natur, weil der Strand weg ist und das Meer näher kommt. Und man muss es mal sehen, wie es ist. Die Dominikanische Republik verdient hier ihr Geld durch den Tourismus. Und der wird, glaube ich, vor allem geschützt. Hier bei Punta Cana, Oli can see. Bávaro Beach, der Strand geht weg. Was wird passieren? Man weiß es nicht. Man muss einfach beobachten. An manchen Stellen ist er weg, an manchen Stellen kommt er wieder. Aber es sieht schon sehr trostlos aus an einigen Stellen.
Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr hierher kommt nach Punta Cana. Schaut rein in die Playlist. Haufen Videos gibt es da schon. Und dann sehe ich euch hier wieder nächsten Freitag mit dem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Zum Laufen ist immer noch schön. Man wird halt ein bisschen nass. An den Füßen. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata.